Ja, die Menschen in der Region können sich auf diese starke Partnerschaft von GNO, Klinikum Fulda und DRK verlassen. Wir haben innerhalb kürzester Zeit unser Know-how zusammengebracht und haben hier in einer eigenen Gesellschaft ein eigenes Konstrukt geschaffen, um flexibel auf die Impfsituation eingehen zu können. Hier muss man sagen, waren wir eigentlich so um den 15. Dezember im vergangenen Jahr alle Beteiligten, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, an einem Tisch, haben uns kurzfristig abgestimmt und haben uns dazu entschlossen, gemeinsam für die Region, für die Bürger, Bürgerinnen hier das Impfen im Auftrag des Landkreises durchzuführen. Ja, genau, dass dieses Zusammenspiel wichtig ist. Gemeinsam geht es besser. Ich glaube, das wird sehr, sehr deutlich, dass wir hier sehen, wenn die verschiedenen Akteure in der Gesundheitswirtschaft zusammenarbeiten, dann kann ich auch relativ schnell und zügig etwas umsetzen, was dann nachher Früchte trägt. Das werde ich gerne mitgeben. Arbeitet zusammen, nehmt eure Fachkompetenzen zusammen, sprecht zusammen, bildet eine ordentliche Gesellschaft, setzt es um und dann funktioniert es am besten, Beispiel Fulda. Grundsätzlich könnten wir jeden Tag statt den 200, 250 Patienten eigentlich bis zu 1000 bestimmt impfen. Wir könnten noch mehr, doppelt so viele mobile Teams haben, die eben auch ältere Patienten, die nicht in der Lage sind, in das Impfzentrum zu kommen oder nicht in einem Pflegeheim wohnen, die könnten wir natürlich dann auch schon jetzt impfen, was ja wichtig ist. Und das Problem ist tatsächlich das, was in aller Munde ist, nämlich das Fehlen des Impfstoffs. Und da bauen wir natürlich jetzt auch auf unsere politischen Vertreter aus der Region und natürlich in der Landes- und Bundesregierung, dass sie das nach vorne treiben, dass wir eben in Europa nicht das Schlusslicht sind, sondern auch dort voranstehen können. Ja, ich bin hochzufrieden, wie das Ganze gemanagt wurde von unseren Geschäftsführern. Und wir haben also das DRK-Kreisverband Hüttfeld gerne gemeinsam mit unserem größeren Bruder, dem DRK-Kreisverband Fulda, eingebunden in das Impfzentrum. Wir würden gerne noch auch mehr machen, aber wir haben es ja heute schon gehört, der mangelhafte Impfstoff hindert uns alle. Und ich bin aber zuversichtlich, dass die nächsten Wochen und Monate dann auch noch mehr Impfstoff bringen und dann auch unsere Mitarbeiter und auch unsere Ärzte, die wir im Hüttfelder Land haben, die sich gerne stärker einbringen würden, dann auch noch mehr einbringen können, damit unser Ziel, möglichst bald insbesondere erstmal die Risikogruppen zu erreichen, erfüllt wird.